Bourgeois zusammen. Sie spielen seit 2003 und wieder einmal treten Schauspieler vom Grütköpfeltheater von Dosem auf die Bühne. Rein aus Plaisir und fürs Publikum zum Lachen bringen. Und wir dürfen an der Generalprobe mitmachen mit der Kamera von Emmanuel Gomet. Ich meine, das ist eine grosse Familie. Ja. Du musst mir doch gerade eine vorstellen. Und ihr findet es einfach, ihr wäre Morien, eine Frau und sechs Kinder können vorstellen. Das ist die Geschichte von einem reichen Betriebsleiter, der sich auf den Besuch von einem Stierinspektor vorbereitet. Ich ziehe ein bisschen mit dem Stier, ich melde nicht alles an, ich habe eine Familie, die nicht existiert. Ich bin ein bisschen ein Schummler in dieser ganzen Affäre. Aber es geht, wir probieren eine Lösung zu finden, dass die Leute meinen, unser Hauptinspektor, dass er meint, ich habe eine Familie. Aber, er bezahlt also Leute, für die Familienmitglieder darzustellen. Ich stelle euch ihren Sohn vor, den Julien. Nein. Auf Wort nehmen, ich bin schon okay für die Familienmütter zu spielen. Aber es wird nehmen, danke, dass ich schon ein Kind habe, wie so alt ist. Ja, nein, wir haben einen Jungen bekommen. Ich bin 20 gewählt. Und ich 12? Ja, wissen ihr, wie das anfährt, junge Mädchen zu vergewaltigen? Ja, ja, ich kann es euch sagen. Falsche Stiererklärungen, Mama. Die lustige Truppe vom Grütköpfeltheater rischt das neue Stück seit September. Und jetzt, wo es endlich so weit ist, ist keine Zeit mehr fürs Lampenfieber. 5 Minuten vor nutzt nichts, einfach so anfangen zu stressen. Da müssen wir denken, so, jetzt gehen wir dran und Spaß haben. Die Leute machen lachen. Das macht uns selber Plaisir. Und voilà, es ist so. Da ist ein Knie, alle Jagda ist. Schon kommt der befürchtete Stierinspektor. Bonjour. Doch geschwind greift er es mit dieser falsch echten Familie zu tun. Ich bin steiger untergeflattert. Skritz. Der wenige in meinem Alter ist arthros, partylos, menopaus, mixomatos. Ich werde skritz. Meine Bäbel sagt mir immer, Baba, du kannst nichts machen wie die anderen. Der Plaisir-Tron ist auch die Adrenalin, wie man hat, vor es losgeht. Und auch denkt man auch von einem gewissen Alter, man unterhält seine Memoire. Voilà, es ist so auch die Therapie, für am Ballen zu bleiben. Quoi. Doch das Durchschnittsalter von der Truppe wird so langsam ein Problem. Und unter Weihen klopfen sie alle Geschäfte vom Umkreis ab, für neue Rekruten zu finden. Die Jungen dort hinten. Die Jungen, man braucht einen Jungen. Man braucht einen jungen, neuen Schauspieler. Ältere sind wir schon genug, das ist sagen, obwohl sind alle willkommen. Und wir haben das Idee, dass dieses Jahr ein bisschen ein neuer Schwung in das Theater kommt. Ich stelle euch vor, die erste Frau vom Herrn Brehler. Der Herr Brehler hat sich nämlich scheiden lassen, bevor das hat Madame Berthe grossbös geraten hat. Ja, gewöhnlich macht man so. Aber wie kennen ihr die Mama sind von dem grossen Bö, wie wir vorher gesehen haben? Jesus Gott. Mit 15 Jahren, stell dir mich vor, mit 15 Jahren hat sie ihn geredet. Mensch, ist diese Erfahrung gewesen. Die ersten Zuschauer sind Benny Wolf vom Verein ganz hingerissen und hergezerrt. Bombisch, einfach bombisch. Wir haben einen Dekor gemacht, ohne bis in Hidove ist Premiere für mich. Doch, für mich gefällt mir. Und meiner Frau, ja, das ist die, wie lacht. Ich lache gerne und wirklich, ich habe mein Lachen. Und freue mich auf, wir sehen, wie es wieder ausgeht. Wie der Inspektor Fucht ist, gibt es einen energischen Debrief. Ingrid und ich, warum sind ihr jetzt in Famol schwanger geworden? Es ist gerade so gekommen. Es ist, dass er Mitleid bekommt. Doch schon kommt der Stierbeamte wieder zurück. Der Fuß gebrochen. Herr Nachhöfer, kranke Wege, ich stelle Dummeltisch, Herr Schrott, Herr Schnuckler. Wir gehen alle zwei, Sie in die Chirurgie und ich gehe in die Kardiologie. Oh.
Der Patrick Schäfer aus Morlen hat gerne Fleischwurst mit Käse. Er hat ein kleines Problem mit dem Säugkopf und er sagt uns jetzt, ob er frech oder frech ist. Ich bin der Patrick Schäfer von Morlen. Ich verkaufe neue und gebrauchte Maschinen für alles, was Stahl Arbeit ist. Redest du Elsässisch? Ich rede Elsässisch. Mit wem? Nicht mit den Jungen, die soll ich machen. Mit der Rest, mit den Kollegen, mit den Schwestern. Mit oder ohne? Mit. Mit was? Mit Käse. Und noch was dazu? Nütle. Was macht die Glickli? Meine Jungen. Bist du frach oder frisch? Frach. Mit wem? Mit dem ich mal schieße. Gibt's viel? Immer weniger. Fleurst du alles? Ja. Was sagst du? Gott verdammt. Fleischwurst oder Gemüse? Fleischwurst. Mit was? Mit Käse. Bier oder Mineralwasser? Bier. Kurz oder lang? Lang. Lang für was? Lang spazieren. Gehst du gerne spazieren? Ja. Wie gehst du alles hin? Bei uns in der Rabe, in der Wald, mit den Jungen, mit dem Hund. Was vertraust du nicht im Elsass? Wir sind manchmal so in den Köpfen. Du auch? Ja.